Herzlich willkommen zu glauben, dass wir in einem chinesischen U-Boot herumspazieren. Bei Fallout und herzlich willkommen an Bord der Yangtze. Tür schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Da lebt wirklich noch einer. Ich hab dich am Dock mit Junge reden und hier rausschwimmen sehen. Du bist fähig, aber keine Gefahr. Nein, kommst du in Hilfe? Frieden? Das ist der überzeugendste pseudo-chinesische Dialekt, den ich jemals gehört habe. Wer bist du? Keine Bedrohung, ich bin keine Bedrohung, ich frag erstmal. Wer bist du? Zhao, Captain von chinesischer Marine. Ich fahre Yangtze 31. Mein Chanting. U-Boot. Mein schönes Boot. Über mich kannst du von mir aus schlecht reden. Aber nicht über meine Yangtze. Behandle sie mit Respekt. Was machst du hier? Der Krieg ist vorbei. Lange. Und auf meiner Yangtze ist kein Bao. Nein, Schatz. Nichts zum Plündern. Ja. Krieg ist vorbei, aber er hängt jetzt 200 Jahre lang rum und guckt die ganze Zeit durchs Rohr und geiert am Ufer kleine Jungs an. Ich sag nix. So, stirb, Roter! Bist du etwa seit 200 Jahren hier? So lange schon. Schöne. Ja. Sieht so aus. Vor langer Zeit. Nach großem Feuer. Yangtze lief auf Mine auf. Mein Chanting hat es kaum in Hafen geschafft. Stadt war schon zerstört. Nur wenige haben uns bemerkt. Und noch weniger hat's interessiert. Zu viel, Tonko. Du bist gutes Xingyun für mich. Ich brauche Hilfe, weißt du. Yangtze ist nicht seetauglich. Hilfst du mir bei Reparatur? Warum ist er in 200 Jahren nicht von Bord gegangen, oben durch die Luke, durch die wir gerade reingegangen sind? Warum hängt ihr denn hier 200 Jahre? Ich verstehe nicht. Ich helfe dir, natürlich. Komm, vertraust du mir? Er hat ja eh keine Wahl hier. Ich stehe dir zu Diensten. Ha! Ja, danke, Chacha, mein Freund. Aber erstes Problem. Yangtze hat keinen Strom. Aber wenn wir Reaktor zum Laufen kriegen, hätten wir genug. Da ist, Dämpferspule kaputt. Schwerer Schaden. Ich brauche neue Spule. Ich habe Informationen. Geheim. Aus Krieg. Dämpferspulen gibt's bei Sorgus Ironworks. Ja, aber es sind 200 Jahre später. Der denkt auch nicht ernsthaft, dass es die da noch gibt. Hier, wir haben die Spulen sowieso schon. Ich habe die Dämpferspule von Sorgus bereits. Ha, das Schicksal meint es wohl gut mit uns. Jetzt brauchen wir nur noch Kernbrennstoff. Treibstoff woher? Hier. Bin bereit. Nächster Schritt scheint einfach. Aber täusch dich nicht. Vor 200 Jahren habe ich alle Atomraketen von Yangtze abgefeuert. Wie befohlen. 200 Jahre habe ich mit Schuld gelebt. Mit Scham. So viel Tod. So viel Bay. Aber eine Rakete ist nicht gestartet. Geh nach unten, entferne Sprengkopf und bring ihn mir. Hol den Gefechtskopf. Warum nicht du? Ah, hier komm. Ich kümmere mich drum. Ich bewundere deinen Mut. Während du Sprengkopf holst, ich bereite Reaktor vor. Aber jetzt muss ich dich warnen. Da ist Gefahr. Wixen, alte Männer noch da unten. Sie sind nicht okay wie ihr Captain. Schlimmer. Sie tun mir nichts, aber dich töten sie. Ich kann sie nicht töten. Sie sind meine Männer. Meine Familie. Schatting, wie alle. Aber du musst tun, was du tun musst. Gut.
Seine Männer töten. Kriegen wir hin. Das hier, also wenn das die Männer sind, dann ist das relativ einfach. Das ist er, ne? Nicht, dass wir den jetzt aus Versehen abschießen. Okay. Sieh dir das alles nur an. Naja, ich sehe mir das alles ja an. Ich bin ja gerade schon dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst sehen soll. Das alles. Okay, das ist einfach nur die andere Luke. Alles klar. Der Pressner schreckt mich immer so. Ich vermute mal, wir müssen da rein. Alles schön atomar. Abgenutztes Klemmbrett. Yeah. Du hast bestimmt deine Gründe. Aber für mich sieht das nach Schrott aus. Hier sieht alles nicht sehr... Es sieht ehrlich gesagt alles nicht sehr seetauglich aus. Dass das in 200 Jahren nicht vollgelaufen ist, wundert mich ein bisschen. Muss ich zugeben. Ich glaube nicht, dass die Suppe da erst neu ist. Dem Zustand nachzufolge bestimmt seit 2 Monaten. Ich vermute mal, wir müssen da rein. Deswegen gehe ich erstmal mal anders rein. So, ich nehme die Sachen nur mit, falls wir gleich irgendwas brauchen, um irgendwas zu reparieren. Dann haben wir so ein bisschen Rohmaterialien und wir müssen wahrscheinlich, würde ich vermuten... So, U-Boot der Yangtze-Klasse. Zum Glück alles auf Englisch, Schrägstrich auf Deutsch. Nichts auf Chinesisch, das ist aber merkwürdig. Naja, Menü für Schott, Subsystem. Schotttür öffnen, öffne Schott. Auf einmal wurde es grün. Okay. Ja. Ich speichere ihn nochmal. Ohne meine Rüstung fühle ich mich ein bisschen nackt. Meine Männer nicht okay. Dass ich irgendwann mal Kinder haben möchte. Ja, ja. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Niemand will dich heiraten, Preston. Niemand. So, der Arschlochkumpel. So, wie gesagt, ich nehme hier alles nur mit. Falls wir irgendwelche Rohmaterialien brauchen, dann kann er das gleich daraus knüpfen. Das finde ich sehr praktisch. Bringen wir es hinter uns. So, das war's. Wunderkleber und Dose. Hier alles nochmal mitnehmen. Huch. Ja, ich wollte mich unbedingt hinsetzen. Das war genau das, was ich wollte. So, neben dem feinen Herren, der da sowieso schon den Platz warm gehalten hat. Irgendwo höre ich hier jemanden rumlaufen. Könnte aber auch Preston sein. Wusste ich's doch. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich alles mit. Nehme ich alles mit. Da sind wir wieder. Ach, wie in alten Tagen. Einfach alles hemmungslos und schuldfrei einsammeln und einsacken. Großartig. So liebe ich Fallout am meisten. Auch wenn ich schon mal für Skyrim üben muss, aber hier geht es natürlich gerade um Wichtigeres. Wir müssen natürlich das Chinesenschiff retten. Warum stand der Gude eigentlich, hat nichts gemacht? Preston ist einfach so nutzlos. Preston? Preston! Ja, ich glaube, das war's mit Preston. Wir brauchen einen neuen Begleiter. So, ich wollte eigentlich hier erstmal... Ich wollte doch erstmal zu Ende ausräumen. Lalalala. Lalala, wie in alten Tagen. Lalala. So.
So, der Ghoul braucht eh nichts mehr zu essen. Der Ghoul-Captain ernährt sich ja von Luft und Liebe. Ich weiß gar nicht, wie die Ghule funktionieren. Ohne Nahrung, habe ich keine Ahnung. Ich dachte, die fangen irgendwann vielleicht an, sich selbst zu verdauen oder so. Oh, Rettungsringe. Finde ich gut. Ich dachte, die fangen vielleicht an, ihren eigenen Körper zu verdauen oder so. Das wär's. Ich dachte gerade, da kommt man. So. Das machen wir alles. Nehme ich alles mit. Schön die Fläschchen hier. Da hat sich einer zu Tode gesoffen, wie es aussieht. Natürlich ist es Preston. So, hier sonst nichts. Also Platz zum Schlafen hatten die jedenfalls. Strohkissen, man weiß ja nie wofür, 12 Fusionszellen. Sind aber chinesische Bauart, ein Schädel. Was willst du damit? Das ist chinesische Bauart, ich sammle. Ich sammle menschliche Knochen. Ich höre den hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Der ist unter uns, glaube ich. Okay, der ist unter uns, der ist genau unter uns. Ich dachte, der kommt jetzt hier hoch und kommt zu uns gelaufen. Hab den Ghoul gerade nur gehört die ganze Zeit, aber ich wusste halt überhaupt nicht, wo der ist. Der würde es dann gleich irgendwie ganz fies anspringen. Zum Glück sind wir auf engstem Raume und Preston hat ein Feuer, einen Flammenwerfer dabei. Gott sei Dank, da kann uns ja nichts passieren. So, hier, der eine säuft Bier, der andere Nuka-Cola. Oh, Nuka-Cola, Spielzeug-Truck und lauter... Newsboy Cap. Oh, ich glaube, der war noch ein bisschen jünger hier. Egal, gib mir das Geld. Gut, das haben wir. Hier, schönes Klemmbrett. Brauchen wir nicht. Wo befinden wir uns? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall weiter nach unten gehen. Denn wie jeder weiß, das, was wir suchen müssen, ist immer am entferntesten Ende des Levels, wo wir gerade sind. Das ist ein altes Spielgeheimnis. Und wir müssen dann einmal quer durch und dann am Ende gibt es vielleicht eine Abkürzung. Wieder zurück. So, das war er. Hier war auch alles leer. Gut. Nur mal vorsichtshalber gucken. So, die Dinger können wir nicht mitnehmen. Ach, hier wurde dann gewaschen. Da komme ich nicht ran. Die Waschmaschinen. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. So, Haarklammern. Ich weiß nicht genau, was harte chinesische Seemänner mit Haarklammern machen. Ist mir ein bisschen rätselhaft, aber hey, ich verurteile da niemanden. Oh, ein Terminal. Cool. Und dann kommen wir an die Vorräte wahrscheinlich nur. Ich dachte, vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Tagebücher. So, Pistols, Torches. Treffer 1, T-O-R-Ches. Nichts. Also das R ist es nicht. T-O-R-Ches. Also. So, Sicherheitstürsteuerung einmal ganz kurz öffnen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Tagebücher und sowas hier gelesen, aber leider gibt es da nichts. So. Nochmal ganz kurz. Ach so, hier haben wir nochmal das da. Tetris Rex brauche ich gar nicht. Aber seit wann interessiert mich das? Sag mal, Preston, gehst du mal? Ach, mal ab, Junge. Raus! Das ist mein Raum. Ich glaube, hier war mal medizinische Abteilung, aber ich glaube, so als Ghoul brauchst du auch keine Grundversorgung mehr. Da ist es dann auch vorbei. So, was mit die... Verstehe.
verstehe. So, medizinische Abteilung und da wird erstmal fett geraucht. Großartig. Wahrscheinlich so eine Gesundheitsinitiative. Das war's noch lange nicht. Glaub ich erst, wenn ich sehe. So, hier ist ansonsten nichts mehr. Hier ist alles durcheinander. Aber sieht auch ganz cool aus eigentlich. So, dann gucken wir hier nochmal schnell rein. Ich wollte das Hütchen gerade noch mitnehmen. So, zack, zack, zack. Schraubenschlüssel, lalalala. Ich glaube, wir werden das sowieso nicht alles brauchen zum Reparieren. Ich nehme es einfach nur provisorisch mit. Und weil mir das Looten wirklich Spaß macht. So. Okay. Gut. Sehr gut. Die werden wir niemals brauchen. Ich mache aber trotzdem Geräusche wie einfach nur, damit wir die gleich kriegen. Da ist noch ein Schädel, habe ich noch gesehen. Antiker Globus, Klebeband, Katzennapf. Nehme ich alles mit. Kaliber 50 und nochmal ganz kurz eben entsperren und alles mit. Warum eckt denn der da erstmal? Hä, was macht denn der? Geht da voll besoffen dran irgendwie. Infestation. Treffer 0. Das kann es nicht sein. Infestation. Das kann es auch nicht sein. Containment, Treffer 6. Cool. So, Sicherheit. Ich habe jetzt einmal ein Wort gesucht, was so ähnlich ist. Tür öffnen. War das einfachste. So, Zugriff auf Magnetschlösser, dauert immer ein bisschen. Hast du was Nützliches gefunden? Naja, noch nicht, aber jetzt. Splittermine, 10mm Pistole, brauchen wir gar nicht. Ist egal. Nehme ich trotzdem mit. Können wir vielleicht später verkaufen. Machen wir niemals, aber egal. Obwohl, machen wir vielleicht doch. Aber da es ja nur noch nach Nuka World geht, verkaufen wir vielleicht nur noch einmal die Sachen, um sie loszuwerden. So, ich rufe mal kurz zu Hause an. War hier echt nur noch einer? Hallo? Erster Mat ist Schachmat. Gut. Gasmaske, bisschen Radiation haben wir hier. Ja, ein bisschen mehr Radiation. Wir gehen erstmal ganz kurz, bevor wir das machen, gehen wir natürlich erstmal. Wunderbar. Noch mehr Dreck. Ja, was denkst du denn, dass hier alles sauber ist oder was? Oh, was ist das denn? Schrottterminal? Schrottterminal. Was können wir denn damit machen? Einfach öffnen. Machen wir es doch einfach. Ah, so ein Zufall. Hier geht's nach oben und wahrscheinlich eine Abkürzung. Jo, hier kommen wir direkt ins Café. Na, sieh mal einer an. Ich bin ehrlich, ich habe die Tür aber vorher gar nicht gesehen. Aber habe ich doch vorher noch gesagt, ne? Man läuft, läuft in die hinterste Ecke und dann gibt es hinterher eine Abkürzung, mit der man schnell zurückkommt. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? So, gut, was sollen wir hier machen? Interkontinentalrakete. Oh Gott. Ich speichere vorher mal. Ja, okay. Gefechtskopf. Juhu. Das war sehr einfach. Habe ich in der dritten Klasse gelernt, wie das geht. Das ist unfassbar. Ja, na klar, mache ich das. Einfach so ein Typ aus der Stadt, der man eigentlich ist. Weißt du, wie du so angefangen hast? Einfach so ein Familienvater. Und dann, ja, Interkontinentalsprengkopf. Ja, klar, kein Problem. Schraube ich raus, fertig. Das ist unglaublich. Wir spielen hier einfach so ein Wunderkind. Und ich dachte, ich muss was reparieren und sammeln hier die ganze Zeit die Sachen ein. Da habe ich doch ja keine Ausrede mehr jetzt. Wie soll ich denn jetzt die ganze Zeit diese Sachen hier einsammeln, ohne eine passende Ausrede? Wie stehe ich denn jetzt da? Wie stehe ich denn jetzt da? Was ist das denn? Nein.
Das kommt auch, wenn man einmal zu viel E drückt. Hört sich an wie ein Drogentrip. Ich hab zu viel E gedrückt. So, warte. Ich geh mal ganz kurz hier raus. Hallo. Hallo. Sind auch die, sind die alle tot? Sind wir hier überhaupt? Hier mussten wir irgendwie raus. Nee, hier ist die Küche. Alter, ich blick hier nicht mehr durch. Wir mussten dann hier irgendwo, war das hier? Hier raus? Hier, na also. So, Kollege Schnürschuh, folgendes ist passiert. Oh. Brauchst du alles nicht mehr. Hier ist der Sprengkopf. Keine Probleme mit dem Sprengkopf, ja? Was hast du denn mit den anderen Raketen vor? Nichts. Nichts habe ich vor. Keine Pläne. Sie sind klein. Taktisch. Sie nützen mir nichts. So, du musst Folgendes tun. Geh runter zum Reaktor. Nimm dort Dämpferspule und Sprengkopf mit. Erst Dämpferspule einführen. Vorsichtig. Schau's hin. Dann Sprengkopf in Reaktor stecken. Dabei beobachte ich Energieniveau von Kontrollraum aus. Nicht Sprengkopf zuerst reinstecken. Falls doch, Suang, tot. Du und wir beide. Cool, das mache ich. Wenn ich die Option habe, dann mache ich das. So, hier soll man es machen. Ich speichere mal ganz kurz. Reaktorkern. Was hat er gesagt? Zuerst auf jeden Fall den Sprengkopf, hat er gesagt. Zuerst auf jeden Fall den Sprengkopf. Gefechtskopf, wir haben ja gespeichert. Komm, bam. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte es probieren. Natürlich muss ich es erstmal falsch rum probieren. Und dann schreit er noch, du Idiot, weißt du, so ein Penner. Okay, also Dämpfungsspule. Erstmal rein. Und jetzt nochmal den Gefechtskopf. Jetzt aber Rinder und schon ist das ganze Ding komplett anders. Und wir können uns auch wieder bewegen. Yeah, Strom. Schöner, sauberer, nuklearer Strom für die Umwelt. Na? Alter, Captain Zhao? War nicht sicher, dass meine schöne Yangtze hält. Aber wir haben's geschafft. Du bist Kapitalist. Ich weiß, du erwartest Bezahlung für Hilfe. Aber ich biete dir meine Hilfe als Dank. So ist es bei uns. Nimm, Transponder. Senden Zielsignal für Raketen von meiner Yangtze. Nur klein, taktische Raketen. Ah, cool. Aber du solltest dann trotzdem weit weg sein. Wirf Transponder wie Granate zum Aktivieren. Warte dann auf Bauta. Kaboom. Cool. Wozu das Geschenk, ja? Warum solltest du mich deine Raketen abfeuern lassen? Ich will keine Waffen nach Hause bringen. Ich lasse Feuer hier. Und ich schulde dir was. Außerdem, meine Raketen könnten deinen Arsch retten. Ich fahre bald los. Geh an Land. Leb wohl, Amerikaner. Ich muss zugeben, ich habe schlimmere Kapitalisten getroffen. Das ist natürlich nett. Funkleitfeuer, schön. Abgeschlossen, da gibt es Monster. Vielleicht kann man dem Jungen ja noch was erzählen. Wieso ist das abgeschlossen? Wir sollten ihm eigentlich noch irgendwie erzählen, was da passiert ist. Normalerweise. Was willst du damit? Och. Der muss ja mit leichtem Gepäck nach Hause reisen, sonst kommt er nicht mehr nach China. Ich frage. Geschafft. Ich würde gern wissen, was von China noch übrig ist. So ein Fallout Open World. Einfach, und zwar so Open World, dass es die ganze World ist, die open ist. Das wäre interessant. Ich würde gern wissen, wie es in Russland aussieht, wie es in Deutschland aussieht, wie es in China aussieht, in Japan und so weiter. Das wäre mal interessant. Aber natürlich, das ist ein Projekt. Endlich taucht meine Yangtze wieder. Nach so vielen Jahren. Keine Ursache. So, aus dem Zimmer quitt. Ich habe genug Schrott mitgenommen. So, wir betreten das Commonwealth und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar genau jetzt. So, das war also die Yangtze. Das ging schneller, als ich dachte. Cool. Können wir uns eigentlich hier draufstellen? Geht das Auge nochmal hoch?
Yeah! Juhu! Es geht! Voll geil! Hallo! Achso, es dreht sich jetzt. Dreht sich schon wieder und geht bestimmt gleich runter. Jetzt dreht es sich nur noch. Warum geht es auch mal wieder runter? Jetzt geht's wieder runter. Ach, cool. Hauptsache einmal kurz mit dem Chinesenauge hier rumgeflogen. Ansonsten da hinten diese Insel, ich glaube, das war nichts. Bin ich mir fast sicher, das ist auch zu weit weg. So, wie schön schnell wir einfach schwimmen können auch. Und jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Huch, hallo. Oh, oh. Bitte nicht abstürzen. Ach. So, mal gucken, ob wir dem Jungen gleich was berichten können. Ich glaube nicht dran. Obwohl, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Bei Fallout wurden so viele Dialoge auch eingebaut. Hallo? Hey, hast du gegen das Monster gekämpft? Ich habe gar nichts gehört. Ist ein U-Boot. Es hat mich verschluckt. Hier. Es hat mich verschluckt. Dann habe ich sein Herz rausgeschnitten. Wow, wie cool ist das denn? Da hätte ich gern zugeschaut. Von hier aus kann man kaum was sehen. Also dann, danke fürs Erlegen. Ja, sehr gerne. Donnie. Du lebst noch. Dann war es wohl nicht gefährlich. Ach, schön. Was ist denn das? Ich will es gar nicht wissen. So, tja, jetzt bleibt eigentlich nur noch, jetzt haben wir das Geheimnis auch gelöst. Das ging schneller, als ich dachte, muss ich zugeben. So, Herr Kowalski. Du lebst noch. Dann war es wohl nicht gefährlich. Ja, ja, das Monster, du siehst doch da, das Auge ist immer noch da. Also, was denkst du denn? Ich habe das Herz rausgeschnitten und das Auge ist noch da. Der Junge glaubt doch alles. Da sieht lecker aus. Supermutanten müssen noch tot sein. So. Alles, was uns jetzt eigentlich noch bleibt, ist Folgendes. Ich glaube, das ist alles, was jetzt noch übrig ist, ne? Volt 88 kennen wir schon. Dieses hier ist, glaube ich, alles, was noch bleibt. Dann lauschen wir mal rein. Hallo Kinder! Vergesst nicht, dass Nuka Worlds nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um $15 Ermäßigung zu erhalten. Geil. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka-Express ist über das Nuka World Transitzentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderungen zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka World, Nuka Express und die Nuka Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka Cola Corporation. Karte aktualisiert. Begib dich zum Nuka World Transitzentrum. Da ist nichts mehr. Das ist ja gar nicht so weit weg. Da können wir zu Fuß. Da gehen wir zu Fuß einfach hin. Das ist gleich um die Ecke. Wenn ich hier jemals um die Ecke komme. Hallo Kinder. Ist nicht das Nuka World. So, hallo Kinder. Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Ich vergesst nicht, heute den... Was ist das? Ist das die Wahrsagerin von Matrix oder was? $15 Ermäßigung zu erhalten. So, Steigt ein in den Nuka Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es Boscom, noch geht. Cool. Ist das hier? Der Nuka Express ist über das Nuka World Transitzentrum erreichbar. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich glaube, ich habe einfach auf der Karte das Ding hier noch markiert. Das ist noch markieren und platzieren? Nein, bitte nicht platzieren. Okay, das erste, was wir machen. Warte, das Radio erstmal ganz kurz wieder ausschalten. Dann würde ich sagen, wir verfolgen jetzt mal. Mass Fusion wäre auch schön. Alle an Bord, begib dich zum Nuka. Ja, das machen wir jetzt mal. Lalala, verschollene Patrouille, das können wir momentan alles nicht mehr machen. Alle an Bord. Wo ist es? Mal danach aus. Da hinten irgendwo.
Ich hoffe, uns greift jetzt niemand an. Denn ich habe keine Zeit für euren Scheiß. Gut. Ich habe gerade wieder einen Mutantenhund gesehen. Niemand. Hier ist niemand. So. Oh. Voll erschrocken. Ich wollte gerade sagen, der Typ, der liegt, ist bestimmt Mediziner, so wie der aussieht. Oh ja, Preston ist da wieder. Hey, Parkhaus-Rowdies. Manchmal hören die sich so nah an. So, ach, hier war er. Hä? Okay, ich dachte gerade, zerrissene Notiz von Kath, okay. Zerrissene Notiz habe ich schon mal gefunden. Warte mal ganz kurz, zerrissene Notiz. Diverses, okay, bei Z. Oh, Sekunde. Zerrissene Notiz. Also, boah, Bethesda, schlimmste an Bethesda-Spielen ist immer die GUI, also immer das Inventar-Dingens. Zerrissene Notiz. Das ist kein Witz, Kath. Er ist da draußen. Ich habe ihn gesehen. Hat Davies Kopf sauber abgetrennt. Der Junge konnte nicht mal seine Waffe ziehen. Lass es sein. Ein Mädel wie du hat eine Zukunft. Wirf nicht alles weg. Okay, Kath hat alles weggeworfen. Und wir haben dann ihn weggeworfen. Swan! Der schöne Schwan. So, ich renne hier einfach mal querfeld ein, ist mir gerade alles egal. Oyster Bar kommt mir so bekannt vor von Police Academy. Und schon wieder Boss kommen. Ich kann mich an die Werbung gar nicht mehr erinnern. So, gibt ein bisschen Fleisch. Kann man ja immer brauchen, in der Apokalypse. Wenn du Fleisch brauchst, komm zu mir. Ich habe immer ein bisschen Hund da. Ansonsten sehr ruhig, keine Vorkommnisse. Weiter geht's. Gut. Weit dürfte es nicht mehr sein. Wir können unseren Anzug mal aufmöbeln, ehrlich gesagt. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch so irgendwie überleben werden. Ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte, muss ich zugeben. Ich hatte gehofft, es sei ein bisschen... Ist aber ein Raider, oder? Verkäufer, ach so. Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Ich kann dir mal ein BH verkaufen, wenn du willst. Klar, ich schau's mir an. So, mal ganz kurz handeln. Mein Inventar, meine Waffen, Automatikpistole, hier sowas können wir ruhig mal verkaufen. Funkleitfeuer behalten wir mal, das haben wir gerade erst bekommen. Die Gauss-Gewehre, Impro, Impulsmine behalten wir mal, Institutgewehre, Institutpistole, Jagdgewehr, Kampfgewehr, Kryomine behalte ich mal. Lasergewehre können alle weg, Master-Tags behalte ich mal, eine Minigun kann ich verkaufen. Wir haben noch weiß Gott genug davon. Unterhebelgewehr kann weg. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wir haben so viel, haben wir gar nicht gesammelt, oder? Diesmal haben wir noch nicht so viel gesammelt. Wir haben ja nicht so viel mitgenommen die ganze Zeit. Deswegen taktisch mächtig. Keine Ahnung, ob ich das behalten wollte. Achte ich jetzt mal gerade gar nicht drauf. Rüstungen gucke ich mal ganz kurz. Hardhead.
5 Helme brauchen wir, weiß Gott nicht. Pink Dress behalte ich mal. Raider-Rüstung habe ich wahrscheinlich aus Versehen mitgenommen oder einfach nur so. Railroad Armored Code MK1. Obwohl, die waren noch ganz gut, oder? Nee, die anderen waren nicht so gut. Die MK4 sind die besten. Falls wir die mal jemals brauchen sollten. Zündrüstung, lalalala, haben wir weiß Gott auch genug. Nehmen wir mal ein bisschen Geld ab. So, Field Helmet können wir mal, ja, ein bisschen Geld können wir mal gebrauchen. Und den Rest sortiere ich mal einfach irgendwann später aus. Wobei, robust Kampfrüstung, lalala. Das können wir auch nochmal schnell machen. Robust Zündrüstung hier. SB-Kampfrüstung brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber hier die T60 Sachen und sowas, das können wir behalten. Hier noch sowas. Combat, Kampfrüstung, linker Arm. Und hier rechtes Bein. So, schwer Sündrüstung. Kommt auch weg. Und den Rest behalten wir mal. So, ansonsten meine Hilfsmittel, lalala, mein Diverses. Reicht. Nee, nicht abbrechen. Nee, nee, ist schon gut. Annehmen. Hat nicht genug Kronkorken. Was? Latsch mich nicht um. Hat die 30 Kronkorken? Was ist das für eine Händlerin? Und Darks, ich dachte, die haben alle, Kohle. Oh, nicht schon wieder. Das Ding mal menschlich war. So, Kristall, was? Kristalldekanter, okay. Gut, lass mal jemand schießen. Ist nicht unser Krieg. Ja, das da vorne ist leider unser Krieg. Aber wie ich sehe, ist die Brotherhood of Steel ja schon da. Das heißt, hier kann ja gar nichts mehr schief gehen. Das ist nicht die Bruderschaft. Doch, da ist auch die Bruderschaft. Interessant. Ah, was soll's. Es ist nicht mein Krieg, aber nein. Bisschen Fleisch. Vorschlaghammer brauchen wir nicht. So, Freunde, habt gern geholfen. Ich muss aber direkt weiter. Ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt hinkommen. Oder wo. Ich weiß schon, wie wir hinkommen. Ich weiß noch nicht genau, wo das ist. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Diese Ecke der Map, da sind wir relativ selten. Früher waren wir hier so 2-3 Mal. Das war es aber auch, ne? Hier war der irgendwie dieser ehemalige Händler, genau, mit seinem Gemüsezucht. Ganz schön weit entfernt. Hier haben wir immer eine Power Armor gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals. Doch, die habe ich, glaube ich, abgeholt. Andere glaube ich nicht. Ich hätte vielleicht doch schnell reisen sollen, aber ja, man. Ich glaube, ich mache es nicht, weil ich mich in Wahrheit gar nicht trennen will von Fallout 4. Ich glaube, das ist der Grund. Ich weiß nicht. Es macht mir auch Spaß, aber hier so sinnlos rumzulaufen, auch wenn wir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Wir machen gleich das DLC und dann war es aber auch endgültig mit Fallout 4. Das war es dann endgültig. So, ist das da unser Händler oder was ist das? Clinton. Hallo. Ja? Papa, gefällt dir mein Kleid? Charlie, du siehst wunderschön aus. Wie eine Prinzessin. Kennen wir die beiden? Hallo. Hi, Mister. Mister, vor allen Dingen. Hi, Mister. Okay, das ist also Clinton. Ja, den klaue ich nix. Dem Clinton klaue ich nix. Wenn ich noch mehr Red-Kakerlaken sehe, trete ich die alle platt. Aber sicher doch, Liebes. Aber bitte sag mir Bescheid. Bevor du irgendwas jagst, ja? Ach, süß.
Hallo, Mister. So, hier waren wir schon lange nicht mehr. Was war... Ich glaube, Preston ist da gerade runtergefallen. Ich bin mir nicht so sicher. So, jetzt müssen wir wirklich langsam mal... Wir müssen langsam da sein. Also gleich sollten wir... Ich hoffe zumindest. Sonst hätten wir wirklich eine Schnellreise machen können. Kurze Frage, was ist das hier mit dem Flammen? Wieder ein Verkäufer. Hey, Plünderer, lass uns handeln. Jetzt nicht. So, Entschuldigung. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist denn los heute? Ich habe das Gefühl, ich finde heute lauter neue Sachen. Die Händlerin vorher, weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe. Ich meine, das Handeln ist ja immer ausgeblendet, glaube ich. So, wie weit kann es denn noch sein? Wir müssen noch gleich da sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel näher... Achso, ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel näher kommt. So, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich guck mal ganz kurz, wo wir überhaupt hin müssen. Bevor jetzt eigentlich hier den ganzen Weg... Wo? Ach, da hinten. Nuka World Transit Zentrum. Ach, da hier. Wir sind gerade quer über die gesamte Karte gelaufen. Das erklärt's natürlich. Wir waren ja gerade ganz woanders. Wir waren ja irgendwo in Boston am Meer. Ach ja, immer was Gehirn geklaut. Ist das nicht Jezebel? Also, Jezebels Hirn ist das jetzt, glaube ich. War mir doch so. Okay, wir sind aber fast da. Ich glaube, da drüben... Ah ne, das sind die Satellitendinger. Wo wir die Fraktion der... Ich weiß immer noch nicht mehr. Ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Die haben wir da zum ersten Mal getroffen. Die mit den Robotern. Weißt du schon. Diese neue Raider-Unterart. So, und hier außerhalb der Karte sollen die irgendwo sein. Hier sind wir sogar noch extra lang gelaufen, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, ne? Hallo? Ja. Ich erinnere mich dann nämlich dran. So, da ist der Zaun. Wir sind ja eh alles abgelaufen. Wir haben ja sogar die Zäune abgesucht. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Ich muss da lang, aber ich kann nicht in... Vielleicht gehe ich mal hier lang. Bis... Du kannst in diese Richtung gehen und hier ist Raider abschauen, mit dem ich reden konnte und da ist nichts passiert. Hallo? Hä? Hier sind keine Raider. Wo hat denn den Raider abschauen her? Und wie komme ich denn jetzt da hin? Ich muss glaube ich da unten hin. Oh. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich da. Aber ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Was uns da oben erwartet und was uns in Nuka World erwartet, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Für jetzt verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Begleiten durch die Apokalypse. Euer Benny Goodman.